Hi Leute und willkommen zurück zu Sacred 2 Fallen Angel. Ich glaube, wir haben schon alles verkauft hier. Ja, genau. Dann können wir direkt weitergehen zur nächsten Quest. Komm. Irgendwie schlägt das Wasser keine Wellen. Schade eigentlich. Aber das Blut schlägt keine Wellen. Müsste sich ja genauso nicht verhalten. Ich bin der Zorn der Götter. Was? Auch nochmal sterben. Das ist erst der Anfang. Oh nein. Ich hasse das Festhalten. Alles, komm, komm. So. Haben wir jetzt was zu brauchen? Scheint so. So. Wollen wir sterben? Dafür sterben. So. Ja, ich glaube, dass sie wieder ein bisschen stärker werden. Am Inneren waren sie ja mal kurz grün, aber aktuell sieht das noch nicht so aus. Ah, komm schon. Mal außen rum. Bald bin ich dein Herr und Meister, Dämon. Eine weitere Opfergabe. So, komme ich da jetzt rauf? Endlich mal. Aha, jetzt darf ich. Ein Glück. Na, lass uns hinabsteigen. Das wollen wir mit Blut besiegeln. Gut, gehen wir mal runter. Gucken, was uns da unten erwartet. Oh, normale Höhle. Ah, schade. Bleib klein. Ja, heute noch, treffen. Danke. Ups. So, jetzt habe ich 5 gekillt, ne? So, wieder raus? Überhaupt keinen Sinn. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Da gibt's nichts. Nach vorne geht's aber weiter. Nicht weiter. Okay. Wird ja mal interessanter. Zumindest ein bisschen.
scheinbar nichts. Oh, da bist du. Tianja, achso. Kämpft gegen meinen Diener. Ihr? Ich habe bereits von euch gehört und ich muss sagen, dass ich es euch nicht zugetraut hätte, bisher vorzudringen. Aber ihr kennt ja vielleicht einen Spruch. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt daran um. Nun, dann wollen wir doch mal feststellen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Messt. Was? Messt euch mit. Achso, mein Diener, ja. Und das war nun fast zu einfach. Ah, süß. Machen wir so. Spürst du den Tod? So. 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 Dauerfeuer. Noch kann er nicht viel. So, nun. Durchsucht die Truhe. Was? Ich muss zugeben, dass ich euch unterschätzt habe. Eure Macht ist ja mein ebenbürtig. Wir waren viel stärker. Obwohl ihr mich nicht töten könnt, gebe ich mich erschlagen. Hier. In dieser Truhe findet ihr all meine Aufzeichnungen. Durch sie werdet ihr andere Antworten alles finden. Alles verläuft wie geplant. Okay, also erst er. Finger weg, diese Aufzeichnung gehört mir. Mir. Ohne mich wärt ihr nie bis hier hingekommen. Ich wollte... Nee. Ihr wolltet doch nur von meiner Arbeit profitieren. Ihr wolltet, Finte. Mir gebührt der Erfolg und niemand wird mir das wegnehmen. Was mir gehört. Niemand. Im Namen der Inquisition werde ich euch helfen. Stirb halt. Noch weniger als die Monster. Ernst? Mann. Kann ich ja nicht auch jetzt mit dem hier übernehmen? Stopp. Schade. Oh, das gibt's doch nicht. Die Magie des Blutes wird uns ewig am Leben erhalten. Dank dir. Okay. Ein glorreicher Tag für mich. Jetzt trotzdem mir ran. Aha. So, Doppelgänger. Die verbessern wir natürlich auch nochmal. 47. Feuer. Dann 43er weg. Hab ich denen jetzt geholfen oder nicht? Naja, egal. Da hinten können wir wieder raus. Voll das Blutbad hier. Ich dachte nicht lange, ernsthaft. Einmal außen rum. Schade. Ich dachte, die könnte ich noch öffnen.
So. Das sah schon gar nicht so schlecht aus. Hat zwar ein kleiner Gegner, aber so ist. Ja. Okay, wir warten einfach noch mal ein bisschen. So, jetzt treffen wir. So, dann können wir die Quest auch nochmal fertig hier abgeben. Und dann haben wir es geschafft. Eine weitere Opfergabe. Sehr gut. Einen Moment bitte. Ich hatte nie Zweifel. Stiefel der T-Energie. Tempelwächter. Aha. Oh, die haben wir auch wieder ganz gemacht. Schön. Ah, ich habe wieder meinen Körper. Nun heißt es Sieg oder Tod. Was? Bist ja dumm. Bist ja richtig dumm. So, gut. So, dann gehen wir Straße erstmal weiter. Mit den nächsten Quests. Aber vorher gucken wir nochmal. Haben wir was Cooles gekriegt? Elfischer Gladius des Schattenkriegers. Hm. Nee, kann man hier nicht gebrauchen. Na ja, gut. Lass mal speichern. Das war jetzt schon mal erledigt. Schade. Das könnte es auch wieder sein. Werde ich einfach nicht. Finde ich super. Ach ja, können wir unsere Fähigkeit nochmal verbessern. So. Und Stärke. Schändung, nehmen wir. So, wo zeigt uns das Ding jetzt hin? Auf jeden Fall nicht in dieses Gebiet. Wir gehen erstmal weiter. Oh. Und fertig. Hier geht die Straße. Hm. So, Ruinenhof. Helft mir das Rätsel, um meine tote Frau aufzuklären. Wenn ich keinen angemessenen Lohn erhalte, schicke ich dir ein paar durchgeknallte, eisenharte Crack-Orks vorbei. So, bringt mir eine Lederschnur und die Haut eines Flammenpferdes. Ich schenke Toll. Euch Hoffnung. Eben gerade schon ein Pferd. Ups, nein. Den wurde hier nicht. Ah, oh, das war nett. Alle Charaktere, Tempelwächter. Schrankkrieger. Und so dahin. So, sonst haben wir glaube ich nichts mehr. Ne. Okay, dann können wir nochmal ein paar Sachen verkaufen. Sprechen wir den Kommandanten. Sorgt ihr euch nur um die Kollekte. Ich werde bald zurück sein. Bin ich gerade Kombo-Meister gesagt? Was ist eigentlich mit dem Kopf passiert? Mir fehlt die Schädeldecke oder was? So. Dann sind noch Quests. Hier kann man mal. Seelenstein, gut. So, und oh, ich kann es mal machen. Er beobachtet die Bewegung der feindlichen Truppen. Ich schenke euch Hoffnung. Gib mir meinen Feudel und meinen Eimer. Die Inquisition wird sich um diese Angelegenheit kümmern.
Petition kommt von jedem Scheiß. Ich dachte, ich kann sie töten, aber. Nö. Was wollen Sie? Lydia? Sehe ich aus wie eine Frau? Nein, ich bin nicht Lydia. Lydia ist da drüben. Ups. So wollte ich gar nicht reden. Hier. Das ist der Kombo-Meister, okay? Sammelt 4 Wurzeln der Gerbsrinde. Die Flügel von 2 Drachenlibellen und die Essenz eines Instrukteurs. So, komm mit dem nur quatschen. Gib mir einen Helm eines Konstrukteurs. Jetzt wird da hinten noch eine Aufgabe. Oh. Wir müssen hier so viel hinterherlaufen hier in dem komischen Dorf. Oh, ich komme da natürlich nicht durch. Vielen Dank. So. Ein glorreicher Tag für mich. Was habe ich jetzt getan? Außer mit den Leuten zu reden. Sieht tatsächlich nach einer Truppenkonstellation aus. Wie klein ist hier? Ach, komm einfach her. Das wird eine geistvolle Unterhaltung. Geistvolle Unterhaltung. Super. So, gehen wir erstmal darüber. Hi, hier. Komm her, komm her. Wow. Auch von diesem Ort aus kann man erkennen, wie die Streitkräfte aufmarschieren. Da ist man sehr kommt. Töten sie alle. Dies muss eines der Truppenzentren sein. Man sieht jede Menge Offiziere. Noch? Weiter bitte. Danke. Lederschnur. Okay. In die Unterwelt mit dir! Der Heilung oder was ist das für ein Ding? Okay, keine Ahnung. So, gucken wir nochmal. Fahren wir jetzt weiter. Diese Offensive, falls es denn eine ist, scheint nicht gerade gut durchdacht zu sein. Sie lassen eine Flanke nahezu ungeschützt. Aha, das brauchen wir jetzt wissen.
nicht. Mann, das ist Moment nicht hochgehen will. So, dann pass auf ihn. Ich hoffe, dann haben wir alles. Ah, die Viecher brauchen auch noch. Leider nicht so schwer aus. Okay. Ein glorreicher Tag für mich. Die Inquisition. Schalt die Kommandanten der Feindtruppen aus. Fühle dich geehrt. Easy. Ich helfe dir. Das war nun fast zu einfach. So, noch ein paar Sachen einsammeln. Toll. Er muss natürlich wieder festsetzen. Darf ich wieder? Danke. So, dann auf die andere Seite noch. Oh. Fällt mir ruhig hoch. Die Inquisition ist siegreich! Das hätten wir. Dann wäre schon fast wieder 1, 2, 3 Missionen fertig, bevor wir überhaupt hier groß was machen mussten. Dann sieht einfach ein Beutel aus. Ja, yeah. Ist okay. Ah, Moment. Ich glaube, das wird halt zu halten. Okay. Was auch immer. Das wäre vollbracht. Auch nichts. Wir kriegen immer nichts. Moment. Wir können ja das aktivieren. Ah, wir steigen mal ab. So, gehen wir in die Höhle. Das sieht cool aus. Jetzt sieht das gar nicht nach einer normalen Höhle aus. Okay. Was ist das denn? Sieht ja eklig aus. Wenn man es genauer betrachtet, das ist Haut. Sieht aus wie Lydia. Etwas körperlos, aber immer noch Lydia. Da ist doch was oberfaul. Nicht mal Zombies häuten sich mal eben so. Ich werde Glenn berichten. Ja, was ich gefunden habe. Okay. Ja, ich glaube, sie wurde gefuttert. Kann die Beine unter Zombies. Ein Haufen Haut und Haare, das ist alles. Ist ja seltsam. Das erinnert mich an eine alte Sage. Angeblich soll es Wesen geben, die Gestalt anderer Wesen annehmen können. Klingt verrückt, ist aber so. Wenn wir es mit so etwas zu tun hätten, dann wäre das wäre natürlich schrecklich. Ihr müsst es herausfinden, aber Vorsicht. Ein solches Wesen kann sich in alles verwandeln, was es sieht und getötet hat. Ein glorreicher Tag für mich. Alles verwandeln, was man sieht oder getötet hat. So, dann nochmal dahin? Nee. Dahin. So, schon mit dir.
Ein weiterer Haken im Quest für die Götter. Guck mal, 19.000 EP, ist auch was. Was seid ihr? Hier ist gleich die nächste Zombie-Leiche. Ich werde mal ein Skizze anfertigen. So, noch hier den und jetzt, ja, nun muss ich nur noch den Zombie finden, der zu meiner Skizze passt. Jetzt ist es auch egal. Ihr habt mich wohl durchschaut und wollt mich nun töten. Habe ich recht? Dann versucht mal euer Glück. Kämpft. Kampflos werde ich mich nicht klein kriegen lassen. Das war alles. Okay. Ja, komm. Nee, pardon. Folgt der Zeichnung, um in Komüpfes Refugium vorzubringen. Okay. Ruhm und Macht! Da hinten müssen wir wieder hin. Ich gehe erstmal dahin. Weil wir gerade hier schon ein bisschen in der Nähe sind. Pass auf deinen Kopf auf! So, hier. Was waren die? Kann ich da nicht rüber? Was schon wieder für ein Scheiß. Hä? Gut, jetzt rüber. Nee. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich bleiben. Wo soll ich zum Teufel noch lang? Hier vielleicht rum und dann hier durch irgendwo? Nein? Schade. Flieh, Narren! Der Tod kommt über dich! Okay, ich glaube, ich laufe falsch. Soll das so ein komischer Weg sein? Kann ich gar nicht vorstellen. Fällt dir wegen Schmerzen. Aha. Na, komm mal mit. Hier. Komm mal mit. So, hier rüber. Boom. Oh, süß. So, Hier. Das sowieso. Oh ne, ich wollte das schon haben, ne? War das jetzt das mit dem Bonus? Ne, der war das mit dem Bonus. Ja, genau. Habe ich es endlich geschafft, hier irgendwie hinzukommen? So.
Da ist noch einer und dann haben wir es. Dass man hier nicht einfach rüber konnte, ey. Voll nervig. Dabei ist da gar nichts. Dass man da hätte nicht rüber dürfen. Ist ja nicht, ich hätte auch hier lang gekommen. Nee. Auch nicht so richtig. Ach komm, treff ihn doch einfach. Schön. Ja, ihr. Ihr. Hallo? Ah, halt hier hin. Meine Güte. Bringt kaum EP, die eine. Eigentlich schon voll die Zettelscheine. So. Gut. Gut. Nehme ich. So, jetzt komme ich aber trotzdem irgendwie nicht weiter. Nee. Muss echt. Ich porten. So, gut. Ah, dämlich, dass man da nicht rüberkommt, wo dieses komische Mini-Schlucht oder was das sein soll. Naja. Gehen wir erstmal hinten hin, geben die eine Quest ab und dann enden wir auch wieder im Part. So, hi. Ihr habt es nicht geschafft, dieses Ding zu töten? Hm. Wie war es denn? Hä? Wie war das denn noch? Ich erinnere mich nur noch vage an die alten Geschichten. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Es ist nicht eure Schuld. Man braucht eine besondere Waffe, um diesen Wesen etwas anhaben zu können. Es muss eine hölzerne Waffe sein, geschnitzt aus dem Holz des Todesbaums. So etwas habe ich sogar noch irgendwo. Mein Großvater hat es mir damals gegeben. Glenn hat er gesagt. Man weiß nie, wofür man fürs gut ist. Allerdings ist die Waffe so nicht einsatzfähig. Man muss das Holz erst noch reinigen mit Blut, versteht sich. Zum Glück mangelt es in dieser Gegend nicht an Blut. Das war nun fast zu einfach. Waffe aus Holz des Todesbaums. Was ist das? Naja. Egal. Genau. Haben wir noch irgendwas, das wir ablagern können? Nein. So, gut. Dann machen wir auch erstmal hier wieder Schluss für heute. Viel sollte es nicht mehr sein. Okay, hier sind noch ein paar Punkte, aber dann sind wir hier auch wahrscheinlich schon wieder durch. Das Gebiet auch nicht mehr so groß. Gut. Wir beenden erstmal hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.